Der Simmer The Pancake One hat jetzt die lang ersehnte Farbmod für die Sims 4 veröffentlicht, mit der ihr Schuhe, Accessoires, Haare, Klamotten und Bärte der Sims in jede erdenkliche Farbe umfärben könnt, die ich euch in diesem Video vorstellen möchte. Die Mod kostet bei Patreon aktuell noch 3 Dollar, allerdings sollte diese bald auch für alle gratis zur Verfügung stehen. Wenn das der Fall ist, könnt ihr das im angepinnten Kommentar sehen. Ich habe mich jetzt mal in den Ersteller einen Sim-Modus begeben und wenn wir jetzt hier in die Frisuren-Kategorie gehen, fällt, wenn man hier so über die Frisuren hovert, schon direkt auf, hier gibt's neue Farben und auch die Slider, die wir jetzt von den neuen Make-up-Optionen kennen. Das wurde ja mit dem letzten großen Update hinzugefügt. Und wenn wir jetzt hier oben, sagen wir mal zum Beispiel hier das Blond anklicken und hier am Slider ziehen, dann merken wir schon, irgendwas verändert sich hier. Die Farbe der Frisur kann jetzt ziemlich frei doch angepasst werden. Mir persönlich ist aufgefallen, dass die Farbslider am besten für, sagen wir mal, bunte Farben funktionieren. Also wenn man hier so einen pastelligen Ton erzeugen will, zum Beispiel hier so ein leichtes Rosa wirklich nur, das lässt sich relativ leicht umsetzen, auch mit der Sättigung kann hier gespielt werden. Helligkeit lässt sich eigentlich auch ganz gut verändern. Bloß was nicht ganz so gut funktioniert, ist der Deckkraft-Slider, der bringt hier irgendwie nichts. Den könnt ihr eigentlich gekonnt ignorieren, weil der macht nicht wirklich irgendwas. Hier zum Beispiel so ein Eisblau kann man hier erzeugen, also allgemein, wenn ihr bunte Farben im Spiel haben wollt, ist es auf jeden Fall ganz gut. Auffällig ist auch, quasi hier ist kein CC-Schraubschlüssel, der anzeigt, dass es CC-Frisuren sind, das finde ich eigentlich auch ganz gut. Es sind also quasi die bestehenden Farben und die kann man jetzt so bearbeiten. Wenn wir jetzt beispielsweise mal dieses Blond hier nehmen, dann würde ich direkt mal, weil ich das Blond allgemein nicht mag, hier ein bisschen die Sättigung rausnehmen. Das sieht dann doch schon direkt viel schöner aus. Und auch allgemein den Farbton. So bekommt man quasi so ein bisschen eine neue Farbalternative. Ich muss zugeben, für natürliche Farben ist es teilweise sogar ein bisschen knifflig, hier quasi neue Optionen herzustellen und die Farbe abzuändern. Aber auf jeden Fall kriegt man das damit auch hin. Ich finde, das ist eigentlich echt ganz cool, um auch mal so ein bisschen Variation in die Frisuren zu bekommen. Wir haben teilweise wirklich ja nicht so viele Farbtöne, vor allem auch von den natürlichen Farben. Und allgemein, um wenigstens so ein paar kleine, minimale Unterschiede zwischen den Farbtönen hinzubekommen, ist das auf jeden Fall eine ganz gute Möglichkeit. Der Farbton gefällt mir erstaunlich gut eigentlich. Was auch einen Unterschied macht, ist, wenn ihr schon direkt hier quasi einen Farbwert definiert habt und dann mal hier so durchklickt, dann merkt ihr, die Farbe verändert sich jetzt auch relativ einfach. Ich finde auch diesen Blaustich, den es in manchen Frisuren doch im Basisspiel auch gibt, kann man damit recht gut vorbeugen. Ich finde zum Beispiel, so sieht die Frisur wirklich schwarz aus. Das war teilweise in manchen Packs gar nicht mal so gut. Da gab es einen ordentlichen Blaustich. Der Helligkeitregler lässt sich nur minimal verwenden, weil so ganz hell sieht es natürlich irgendwie blöd aus. Und weiter lässt sich das Ganze auch bei den Klamotten der Sims verwenden. Wenn wir jetzt hier mal reingehen, haben wir nämlich hier auch genau die gleichen Optionen wie bei den Haaren jetzt. Zum Beispiel hier dieses Oberteil lässt sich in jeder erdenklichen Farbe einfärben. Natürlich von den bunten Optionen. Da finde ich es besonders bei einfarbigen Sachen sehr gut. Also da macht es auf jeden Fall Sinn, das mal auszuprobieren. Da kriegt man direkt hier irgendwas Brauchbares hin. Zum Beispiel bei dem Outfit funktioniert das gut. Mir ist aber aufgefallen, bei so mehrfarbigen Sachen wie jetzt hier, da ist es dann leider so, dass wenn man hier durchgeht, dass die Farben manchmal ein bisschen komisch aussehen. Für mich persönlich sieht das jetzt hier nicht so toll aus, dieses grelle Lila und dazu dann, die anderen Farben hier, dieses Braun, passt meiner Meinung nach jetzt nicht so gut. Und auch sonst, also wie gesagt, bei einfarbigen Sachen sehr gut oder auch bei Sachen, die grau oder weiß haben. Aber so bei Sachen, die auch sehr kontrastreich sind, da sieht es dann manchmal ein bisschen komisch aus. Zum Beispiel hier, ja, ist jetzt auch nicht so toll. Aber zum Beispiel, um dieses Kostüm hier einzufärben, wird das jetzt wieder sehr gut funktionieren. So können wir quasi eigentlich alle Farbtöne, die uns fehlen, hier so ein bisschen hinzufügen. Kann man hier einmal durchgehen und alles abspeichern, theoretisch auch. Wenn die Sims hier jetzt auch so Farben anhaben, die schon fast ins Schwarze reichen oder ins Weiße, also hier so, die Hose ist grau, das hier ist auch grau und hier haben wir so ein leichtes Braun, dann kann man damit auch immer nochmal gucken. Da lassen sich dann auch ein paar schöne Farbabstufungen quasi schaffen.
Und auch allgemein, wenn ihr ein Outfit habt, was zum Beispiel auch keine schwarze Farbalternative hat, dann geht das damit auch ziemlich gut. Man kann nämlich die Sättigung rausnehmen und dann ist quasi die Farbalternative hier so ein bisschen dunkler. Funktioniert auch ganz gut. Ich würde wirklich sagen, diese Modifikation sollte eigentlich wirklich jeder sich installieren. Also jeder, der mit allgemein auch mit Mod spielt, ist auf jeden Fall eine coole Sache. Und wie man sieht, das funktioniert eigentlich wirklich für alle Outfits. Ich bin jetzt auch schon auf der Patreon-Seite. Hier findet ihr ganz unten die Hauptmod, die ihr auf jeden Fall benötigt, damit quasi im Erstelle einen Sim-Modus die Slider überhaupt angezeigt werden. Die müsst ihr auf jeden Fall immer installiert haben und danach klickt ihr hier oben auf den Google Drive-Link und hier findet ihr dann auf jeden Fall quasi dann die entsprechenden Dateien für die Frisuren, für die Schuhe, für auch die Ober- und Unterteile und hier für die Gesamtoutfits. Also je nachdem, was ihr im Spiel einfärbbar haben wollt, also zum Beispiel jetzt hier die Frisuren, geht ihr hier rein, sucht euch das entsprechende Pack aus. Und achtet immer darauf, manche Dateien, zum Beispiel hier das fünfte Accessoire-Pack, besteht aus mehreren Dateien. Zum Beispiel hier die Erweiterung, die besteht hier aus drei verschiedenen Dateien. EP010 besteht aus 1 und 2. Achtet da auf jeden Fall immer drauf, weil sonst wird es schwierig. Zum Beispiel, wenn ihr alle Erweiterungen installiert habt, müsst ihr euch natürlich alle Dateien runterladen. Je nachdem, für welche Packs ihr habt, müsst ihr halt die entsprechenden Dateien runterladen, damit es im Spiel wirklich auch funktioniert. Und auch wenn neue Packs rauskommen, dann müsst ihr das runterladen. Das heißt genauso, leider funktioniert das nicht für jeden Custom-Content, aber der Entwickler von der Mod, also ThePancake1, hat auch hier schon geschrieben, dass er auf jeden Fall daran arbeitet, dass Mod-Ersteller quasi die Dateien bzw. die Mods, die sie erstellt haben, auch mit diesem Tool konvertieren können, dass das dann auch mit den Slidern funktioniert. Wenn die Dateien dann fertig runtergeladen haben, dann könnt ihr die einfach ganz normal, wie ihr es auch schon kennt, die in euer Mods-Verzeichnis schieben. Es macht natürlich Sinn, ein bisschen Überblick zu behalten, wo man genau was hin verschoben hat, weil wenn man neue Packs installiert, da kommt schon einiges dazu, also achtet da auf jeden Fall mal drauf. Alle Links zum Mod findet ihr wie immer in der Beschreibung. Ich bin auf jeden Fall gespannt, ob die Entwickler die gleichen Optionen ebenfalls demnächst per Gratis-Update ins Spiel bringen werden. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Also dann, bis zum nächsten Video.